Unter dem Pontifikat von Pius XI., sagte die Gottesmutter, sie nannte sogar den Papst. Damals war der Papst Benedikt XV., als sie den Kindern von Fatima erschien, aber sie nannte schon den kommenden Papst, Pius XI., und daran merkt man, der Kriegsbeginn war eben nicht der Einmarsch Hitlers in Polen. Sie bezog sich schon auf Hitlers Einmarsch in Österreich, nur 6 Wochen nach dem Nordlicht. Mitten in diesem Krieg, am 31. Oktober 1942, weihte dann der auf Pius XI. Folgende Papst Pius XII. In seiner Radiobotschaft an das portugiesische Volk in der Tat Russland und die Welt ihrem unbefleckten Herzen, obwohl nicht, wie ausdrücklich von der Gottesmutter am 13. Juni 1929, im Jahr der Machtergreifung Stalins, meine Damen und Herren, auch wieder eine beachtliche Korrelation von Offenbarungen und historischen Ereignissen, im Jahr der Machtergreifung Stalins erbeten, zusammen mit allen Bischöfen der Welt. Doch die erste Weihe blieb trotzdem nicht wirkungslos, ja, es folgte ein Wunder. Innerhalb von 3 Tagen nach der Weihe begann die Schlacht von Al-Alamein und wurde zur ersten Niederlage von Hitlers bislang siegreicher Armee im Zweiten Weltkrieg. Wie Winston Churchill später sagte, vor Al-Alamein hatten wir nie einen Sieg, nach Al-Alamein hatten wir nie mehr eine Niederlage. Die Schlacht von Stalingrad begann 3 Wochen später. Der Krieg beendete die Phase der schwersten Verfolgung der Kirche in Russland, aber nicht den Kommunismus. Erst am 25. März 1984, nachdem er das Attentat auf dem Petersplatz am 13. Mai 1981, dem 74. Jahrestag der ersten Erscheinung, überlebt hatte, weihte Papst Johannes Paul II. Russland und die Welt, Russland leider nur in pectore, zusammen mit allen Bischöfen an das unbefleckte Herz Mariens, ganz wie es die Gottesmutter verlangt hatte. Damals war nur eines der 3 Hirtenkinder von Fatima, Lucia, noch am Leben. Sie starb erst 2005 mit 97 Jahren. Sie war zunächst in den Orden der Dorotheenschwestern, dann 1948 in den Karmel von Coimbra eingetreten und hatte über die Jahrzehnte hinweg immer wieder Visionen und Botschaften der Gottesmutter empfangen. Sie glaubte auf der Grundlage dieser neuen Botschaften, dass der Dritte Weltkrieg, ein verheerender Atomkrieg, im Jahre 1985 ausgebrochen wäre, wenn die Bitte der Gottesmutter nicht erfüllt worden wäre. Doch der Atomkrieg, den Lucia schon 1944 in einer Vision unmittelbar vor der Niederschrift des dritten Geheimnisses gesehen hatte, blieb aus. Stattdessen kam 1985, innerhalb eines Jahres nach der Weihe, Michail Gorbatschow an die Macht und begann seine Perestroika. 1988 wurden der Kirche in Russland erstmals wieder umfangreiche Rechte eingeräumt. 1991, nach dem Putsch ausgerechnet am Fatima-Jahrestag, dem 19. August, die Erscheinung im August fand ja etwas später statt, weil die Freimaurer die Kinder entführt haben und versucht haben, unter wirklich Androhung von Folter das Geheimnis zu entlocken oder die Kinder zur Ableugnung der Erscheinungen zu zwingen. Zum Glück blieben die Kinder standhaft und weil die Dorfbevölkerung schon, ja, Krach gemacht hat, Krawall gemacht hat, wurden die Kinder dann freigelassen. Aber die Gottesmutter schien dann am 19. und ausgerechnet am Fatima-Jahrestag, den 19. August, brach die kommunistische Sowjetunion zusammen. Die Rolle, die Pater Werenfried von Straten und Kirche in Not dabei spielten, inspiriert von der Botschaft von Fatima, ist historisch. Ein Radiosender, der eingeschmuggelt worden war, um ein christliches Radioprogramm für Russland aufzubauen, diente Boris Jelzin, um die Bevölkerung zum Widerstand gegen die kommunistischen Putschisten aufzurufen. Am Festtag Maria Königin, also am 21. August, war der Putsch niedergeschlagen. Am 13. Oktober 1991 konnten mit persönlicher Erlaubnis von Jelzin 40 Millionen Russen die Übertragung der Feierlichkeiten in Fatima live am Radio verfolgen, bevor Pater Werenfried sich mit einer Botschaft an das russische Volk wendete
und erst als Kinder Mariens zum Gebet für die Bekehrung und Versöhnung aufrief. Was folgte, meine Damen und Herren, war das größte Wunder unserer Zeit. Das atheistische, materialistische Sowjetrussland bekehrte sich und wurde wieder orthodox. Die Fakten sind beeindruckend. So erklärte Metropolit Hilarion Alfejew, der Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchates und Gast von Kirche Not auf der vorletzten Konferenz in Würzburg, wir erinnern uns alle, in einem Buch, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, erklärte er, Zitat, wir haben in einem Zeitraum von nur 28 Jahren 29.000 Kirchen neu eröffnet. 29.000 Kirchen neu eröffnet, meine Damen und Herren. Das sind über 1.000 Kirchen im Jahr oder drei am Tag. Früher gab es drei theologische Seminare oder Akademien, heute über 50. Ich kenne kein Beispiel dafür, was bei uns geschieht in der gesamten Menschheitsgeschichte. Zitat Ende. In der Tat unterstanden dem Moskauer Patriarchat im Jahre 1989 3.451 Gemeinden. Im Jahre 2012 waren es über 30.000. Die Zahl der Bistümer stieg von 38 auf 160, die der Klöster von 15 auf 788, die der theologischen Lehrstühle von 5 auf 200. Seminare und Klöster platzten aus allen Nähten wegen der vielen Berufungen. Die Anzahl der Gläubigen verdoppelte sich von unter 50 Millionen im Jahre 1990 auf über 113 Millionen heute. Heute nennen sich 82% der Russen, verstehen, definieren sich als orthodoxe Christen. Der russische Staat wendet Jahr für Jahr etatmäßig 100 Millionen Dollar für den Bau und die Wiederherstellung von Kirchengebäuden auf, übrigens auch von katholischen Kirchen, wie der Marie-Heimsuchungskirche in St. Petersburg, die von den Steyler Missionaren betreut wird. Und ausgerechnet am 19. August 2000, dem 83. Jahrestag der vierten Erscheinung von Fatima, wurde in Moskau die neu errichtete Christus-Erlöser-Kathedrale, wir sehen sie hier, wieder aufgebaut und eingeweiht, die Stalin einst, wir haben das gesehen vorhin, sprengen ließ, um an ihrer Stelle einen gigantomanischen Palast der Sowjets als höchstes Haus der Welt, einen wahrhaft babylonischen Turm zu bauen, was wie gesagt nie gelang. Angeblich war das Gelände zu sumpfig dafür. Ich kann diese unvorstellbare Bekehrung nur bestätigen, seit ich im vergangenen Jahr St. Petersburg und Moskau besuchte. Ich hörte orthodoxe Gesänge direkt auf dem Roten Platz. Die von Stalin zerstörte Kathedrale unserer lieben Frau von Kasan war in den 1990er Jahren wieder aufgebaut worden und überträgt heute alle Liturgien und Gebete fünfmal am Tag mit Lautsprechern direkt auf den Roten Platz. Man hört sie noch im Mausoleum von Lenin, der sich bestimmt fünfmal am Tag in seinem Grabe umdreht. Es ist, als würde ihm der Teufel ausgetrieben. Ich weiß, dass diese Bestandsaufnahme der Bekehrung Russlands hierzulande oft auf skeptische Ohren trifft. In der Tat wird unter den Fatima-Gläubigen seit 1984 heftig diskutiert, ob Russland denn nun in der Tat gültig geweiht wurde, was mit der versprochenen Bekehrung gemeint sei und warum wir noch immer auf den Triumph des unbefleckten Herzens Mariens und den Weltfrieden warten. Doch ich bitte um Verständnis, dass ich in all diesen Fragen nur eine einzige Autorität gelten lasse, nämlich Schwester Lucia, die Seherin von Fatima, die wie gesagt bis 2005 lebte und auch im Karmel von Coimbra noch weitere Offenbarungen hatte. Sie war keineswegs so isoliert, wie es schien. Sie empfing regelmäßig Familienangehörige und Dutzende Kardinäle, für die der engagierte Kanada-Portugiese Carlos Evaristo dolmetschte und ein Gespräch sogar filmte. Auch Pater Werenfried von Straten traf sie im Jahre 1992. Sie schrieb tausende Briefe auf ihrer geliebten Schreibmaschine. Sie führte ein geistliches Tagebuch und arbeitete in einem leider unvollendeten Buch über Geburtsstoff von Fatima. Als der Seligsprechungsprozess im Februar dieses Jahres auf Diözesanebene abgeschlossen war, ging eine Positio samt Dokumentenanhang von über 15.000 Seiten an den Vatikan. In einer Reihe dieser Dokumente erklärte Schwester Lucia nach einer Vision. Vorher war sie skeptisch, aber sie hatte dann eine Vision und hat
von der Gottesmutter bestätigt bekommen, dass die Weihe gültig und vom Himmel akzeptiert war, auch wenn sie nicht vollständig in der gewünschten Form erschien, und dass sich Russland bekehrt habe, ganz wie es die Gottesmutter versprochen hatte. Ich habe also auch die Cousine von Schwester Lucia interviewt und sie sagte immer wieder, wenn sie darauf angesprochen wurde, hätte Schwester Lucia erklärt, nun, die Gottesmutter hat versprochen, Russland wird sich bekehren. Was ist geschehen? Russland hat sich bekehrt. Das Interview mit Schwester Lucia, mit der Cousine von Schwester Lucia finden Sie auf YouTube im Internet. Dabei betonte sie, dass mit Bekehrung eine Abkehr vom Kommunismus nicht etwa eine Konversion zur römisch-katholischen Kirche gemeint war. Weiter habe die Gottesmutter nur versprochen, dass der drohende Weltkrieg mit dem Kommunismus ausbliebe. Auf Bürgerkriege habe sie sich nicht bezogen. Zudem sprach Maria nur von einer durchaus begrenzten Zeit des Friedens, der, mal von den Bürgerkriegen auf dem Balkan und in der Ostukraine abgesehen, in Europa doch schon ganze 33 Jahre andauert. Und sie betonte, dass die vorausgesagten Ereignisse, also auch der Triumph des unbefleckten Herzens, keineswegs unmittelbar aufeinander folgen müssten. Schwester Lucia, wörtlich, in der Woche von Fatima befänden wir uns gerade, damals 1993, am dritten, heute vielleicht am vierten Tag. Und weiter wörtlich, der Triumph des unbefleckten Herzens ist ein kontinuierlicher Prozess. Fatima hat erst begonnen. Doch statt dass wir Gott für das größte Wunder unserer Zeit, die Bekehrung einer ganzen Großmacht, danken, mäkeln wir an seinem Geschenk herum. Es stimmt, dass Russland keine westliche Demokratie ist, aber was sagt uns, dass unsere Lebensform, unser Staatsmodell, unsere Werte das Nonplusultra sind? Jahrzehntelang haben wir für die Bekehrung Russlands gebetet. Aber die Bekehrung wozu? Zum Materialismus des Westens, zu einer pluralistischen Gesellschaft mit einem Werterelativismus, zu Hedonismus, Genderdoktrin und Homo-Ehe oder zum Christentum? Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich bewundere das russische Volk für seine Rückkehr zum Glauben seiner Väter, während zeitgleich hier im Westen der Glaube zu verdunsten droht, Hedonismus und Relativismus regieren. Und ich erinnere daran, dass die Botschaft von Fatima eine ganz deutliche Warnung beinhaltet. Wenn sich die Menschen von Gott abkehren, wenn sie fortfahren, ihn zu beleidigen, wird es weitere Kriege und Katastrophen geben, wenn auch die Ursachen andere sein werden. Darum ist Fatima gerade heute, wo der Weltfrieden so fragil ist wie nie zuvor in den letzten 33 Jahren, aktueller denn je. Ich erinnere da besonders an das sogenannte dritte Geheimnis, das erst im Jahre 2000 auf Anweisung von Papst Johannes Paul II. Durch den damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger, veröffentlicht wurde. Diese Vision beschreibt eine Prozession von Gläubigen, angeführt von einem Bischof in Weiß, dem Papst, durch eine zerstörte Stadt, vorbei an unzähligen Toten. Sie führt auf einen steilen Berg, gekrönt von einem Kreuz. Als sie den Gipfel erreicht, erscheinen Soldaten, die das Feuer öffnen und mit Kugeln und Pfeilen dem Papst und ihm folgenden Gläubigen ermorden. Im Jahre 2000